Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Let's Show Minecraft von T-Keks. Und zwar gehen wir jetzt nicht in die letzte Welt, in der ich war, nämlich die Skygrid-Welt, sondern wir gehen in meine eigene Singleplayer-Welt, in der ich seit einer Weile ein bisschen rumbastle. So. Ja. Und wir sehen, wir sind hier. Das ist mein allererstes Starthaus oben auf dem Dach, wo ich meine Betten stehen habe. Hier ist irgendwie nicht allzu viel mehr drin. Das meiste wurde schon ausgelagert. Nur noch hier so ein paar Kisten mit Zeug, was ich noch nirgends einsortiert habe. Und eine Workbench ist drin. Und gehen wir raus, sehen wir Weg. Einmal da zu dem schönen Berg reingehenden Pfadgedöns mit Runterweg zu meinen ganzen Höhlen. Und hier einen Weg in den Nether. Den wollen wir aber jetzt gerade gar nicht. Wir wollen erstmal weiter gucken, was es hier denn noch so alles gibt. Denn hier gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel hätten wir hier einen. Kann ich ein bisschen von oben euch mal zeigen und bloß nicht zu viel vorher zeigen. Hier so ein kleines bisschen Wald, was halt hier von dem Förster Heinz hier in dieser Hütte bearbeitet wird und verarbeitet wird. Hat auch einen kleinen Holzvorrat in seiner Windshütte hier angelegt. Auch noch zwei Äxte dabei und halt so einen Ofen und eine Werkbank, was man halt so zum Leben braucht, in seiner kleinen einzelnen Hütte, ist vorhanden. Dann haben wir hier ein kleines privates Feld für mich hier in der Hütte. Die ganzen nochmal hier so von da so aus. Jetzt sieht man schon wieder so viel im Hintergrund. Hier halt für so ein bisschen privates Getreide, wenn man mal ganz schnell auf einen Snack irgendwo hin will. Hier haben wir dann das Ganze in etwas größer. Ja, mir hatte das Kleine nicht mehr erreicht, also habe ich mal ein kleines bisschen was Größeres gemacht und ich wusste nicht, was ich mit dieser Halbinsel machen soll. Also, Getreidefeld. Alles. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber egal. Ja, hier kommen wir zu meilenweit Vorratshäuser. Mit hier, die sind alle identisch aufgebaut. Hier jeweils auf jeder Seite 6 Kisten. Dann auf der rechten Seite ein Crafting Table, auf dem linken einen Ofen. Hier ist sogar noch was drin. Und ja, halt mit den unterschiedlichen Sachen einsortiert. Hier Dirt habe ich in ausreichenden Mengen. Habe ich auch noch ein bisschen was dabei, weil ich gerade ein bisschen terraforme. Hier Essenszeug und Mobdrops und so weiter. Kann man ja hier mal, ne? 3 Schallplatten. Jede Menge Gunpowder. Warum ich so viel davon habe, werdet ihr auch noch später sehen. Ja. Halt, ja gut, jetzt müssen wir nicht überall reingucken. Hier halt noch so ein paar Erze, was so anfällt. Das kann alles, was irgendwie aus Holz ist, kommt hier rein. Sand, Sandstein und steht gar nicht dran. Glas ist hier auch noch mit drin. Alles, was aus dem Nether kommt, kommt hierher. Und ich weiß gar nicht, ob hier schon was drin ist. Nö. In den beiden äußeren Häusern ist nichts. Da hinten auch nicht. Sind halt ein paar Häuser. Ach, jetzt hatte ich beinahe was vergessen. Meine nämlich nicht ganz offizielle Getreidefarm. Die ist eher so ein bisschen inoffiziell, davon weiß der Statthalter nichts. Die ist halt hier so ein bisschen, ganz kleines bisschen außerhalb gelegen und dann, genau, das merkt bestimmt keiner. Hier ist ja auch noch nichts, hier soll es auch noch später weitergehen. Also ich kann ja vielleicht erstmal sagen, was überhaupt geplant ist. Geplant ist, hier eine riesengroße Stadt mit allem, was dazugehört, zu bauen. Hier sieht man auch schon, nicht da unten unter Wasser. Hier an den Cobblestone-Markierungen sieht man, wo später die Stadtmauer hin soll. Die habe ich an einer Stelle auch schon angefangen, aber da braucht man immer so viel Cobblestone, davon habe ich nicht so viel. Ich bin immer knapp an Cobblestone, das ist echt schlimm. Und ja, von hier aus sieht man schon ein paar weitere Sachen, die wir uns noch angucken werden. Da die Kirche mit ihren 4 Türmen, die Mühle und da hinten ein Stadttor. Das erste, was schon fertig ist. Oder halbwegs fertig.
Das ist halt hier alles noch in Arbeit, aber ich wollte es euch einfach trotzdem mal zeigen. Ja, auf dieser Seite des Flusses bin ich erstmal fertig. Dann gehen wir hier über diese wunderbare Brücke, unter der man auch an einer bestimmten Stelle unten drunter mit dem Boot durchfahren kann. Hier kommt ein Gasthaus noch rein, ist noch nicht ganz fertig, wie irgendwie so alles hier. Und hier der immerhin schon mal ziemlich fertige Stegteil mit da, der Stelle, wo man durchfahren kann. Sonst überall, sonst kriegt man Schaden, wenn man sich den Kopf anschlägt. Hier geht's zu einem Ort runter, den ich euch jetzt noch nicht zeige. So, haha, den zeige ich euch erst nachher. Ja, zum Baustil, ich habe halt versucht, irgendwie so ein relativ einfach zu bauen, also mit den verschiedenen Holzarten, die, als ich die Welt angefangen habe, gerade ganz neu dazu kamen, halt habe ich versucht, mit denen dann neu zu arbeiten und dass es alles ganz hübsch wird. Und so entstand hier, ich falle immer ins Wasser, so entstand auch hier diese schönen Brückenpfeiler. Dadurch, da kamen gerade die Treppen neu dazu, als ich die gebaut habe, die Kopfübertreppen. Ja, hier ist mein zweites Schlafhaus, wenn ich mal auf der Seite bin, soll zum Bauernhaus noch ausgearbeitet werden, deswegen hier auch schon wieder Getreidefeld und meine persönliche Farm. Farm der Tiere. Und ja, hier ein bisschen Park. Park muss auch in einer Stadt sein. Ja. Genau, das Haus und Schadending. Da hätten wir hier alles, was man, alles, was der Brewing-Stand-Zeugs so benötigt. Hier so ein paar Instant-Damage-Sachen. Halt so, was man so benötigt, um vorwärts zu kommen. Und hier ein paar Bücherregale und den Zugang von unten an den Enchantment Table. Enchanten wir dort. Geht nicht. Komisch. Warum geht das nicht? Notch, fix it. Fix it. Ach, da habe ich doch glatt die Windmühle vergessen. Das geht natürlich gar nicht an. Hier auch so ein kleines Dach, ne, an der Kreuzung, dass man hier, wenn man überlegt, gehe ich jetzt nochmal ins Wirtshaus oder mache ich mich doch direkt nach Hause? Ach, so schwierige Entscheidung. Ist denn überhaupt noch offen? Nee. Ach, dann gehen wir halt doch nach Hause. Ja, dass man hier so halt nicht im Regen steht, während es dann regnet, was es ja hoffentlich nicht tut. Ja, hier eine weitere sinnlose Hütte mit Ausblick auf spätere Teile der Stadt. Und hier eine ebenso leere Mühle. Ich habe irgendwie mich am meisten jetzt bis jetzt ans Äußere gekümmert, weil, ja, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie wollte ich einfach nur was hinbauen. Das sah dann halt so hübsch aus und da habe ich mich ans nächste gemacht. Hat keinen speziellen Grund. Dieses Haus hier hat einen total praktischen Nutzen. Es ist nämlich dazu da, meine ganzen Öfen unterzubringen und für die Platz zu schaffen. Es sind ein paar, ich gebe es ja zu. Der ein oder andere ist es, aber man braucht halt auch immer mal ein paar. Also wenn man zum Beispiel Bricks sich herstellen will, das geht, dauert so lange, wenn man da nur 3 Öfen hat und deswegen direkt BÄM 50 Öfen und dann gut ist. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 sind es. 40 Öfen. Ja, dann hier zur Kirche. Die ist irgendwie aus Lust und Langeweile entstanden, wie so ziemlich alles immer in Minecraft. Hier die Wasserspeier schön mit Glowstone-Beleuchtung und gut, Lava braucht keine Beleuchtung, die leuchtet alleine. Hier der unheimlich pompöse Eingang. Nehmen wir den nochmal. Kirche. Mit Sitzbänken. So. Ja. Sagen Sie was, Herr Pastor. Ja, ich stimme Ihnen zu. Und kann natürlich auch hier
hochgehen und hier seine Predigten abhalten. Mach doch mal die Tür zu da hinten! Oder so. Natürlich immer von dem allgegenwärtigen Kreuz immer ganz beugt. Weil hier so jemand dranhängt. Also der hängt ja hier nicht dran. Das geht ja auch in Minecraft gar nicht. Da jemand dranhängen. Wäre aber ganz lustig, das zu machen. Ja, hier dann halt die Netherbricks und so weiter genutzt. Da musste eine halbe Netherfestung für drauf gehen für dieses Teil. Da oben die Kirchtürme sind alle mit Glowstone-Glocke jeweils. Das sieht man von hier aus leider nicht so. Boah. Naja. Es wird schon Nacht. Und hier baue ich halt jetzt gerade ein bisschen die Fläche aus, damit ich hier wieder weiter was hinbauen kann. Hier mit einer Terrasse jeweils dazwischen. Damit man hier noch, hier soll noch eine Baumfarm soll allgemein hin. Hier habe ich die nächste Farm. Eine Bücherei soll noch her, eine Schmiede. Wobei ja eigentlich die Schmiede hier schon das Gelände da mit dem, den ganzen Öfen ist. Ist das eine Schmiede? Ich weiß es nicht. Ich baue trotzdem noch eine Schmiede. Hier unten geht was ganz Unscheinbares nach unten. Ja, hier haben wir nämlich einen gigantischen Lavapool direkt unter der Meeresoberfläche. Meeresoberfläche ist es ja auch. Oder den Meeresspiegel, so war das gemeint. Da will ich auch noch irgendwie so eine heiße Therme oder sowas draus bauen. Weiß ich noch nicht, habe ich mir offen gehalten. Und es ist Nacht. Habe ich denn Pfeile dabei? 55 Stück. Kann ich mir alles vom Leib halten, was irgendwie nerven sollte. Zum Beispiel du da hinten. Oh. Geht doch. Ich krieg irgendwie nie dieses... Also ich habe mir auch mal abgemessen, ich wollte dieses Achievement kriegen für die über mehr als 50 Blöcke Entfernung den Skelett abschießen. Ich war definitiv weiter als 50 Blöcke weg, aber ich habe es trotzdem nicht gekriegt. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das dürfte auch schon fast der letzte sein hier. Und zwar kommen wir hier runter... diesen wunderschönen Gang. Und was sehen wir da? Spawner. Drei Stück übereinander. Warum das drei Stück sind, kann ich auch erklären. Ich habe, wie heißt denn der Mod? In der Spawner GUI heißt der Mod. Mit dem habe ich installiert, um halt Spawner abbauen zu können und woanders wieder hinstellen zu können. Und ganz nebenbei auch einen Creeper-Spawner einzurichten. Haha. Das ist auch der einzige Mod neben Optifine, den ich nutze für das Ganze. Hier allgemein auch auf der Welt. Mehr will ich auch gar nicht nutzen. Und Spawner GUI eigentlich auch nur, weil ich halt unbedingt einen Spawner haben wollte. Also hier war auch ein Spawner natürlich gewesen. Ein Skelett-Spawner war das. Und das habe ich dann halt hier ein bisschen ausgebaut, dass die dann direkt weggeschwemmt werden und direkt alles schön immer nachspawnt. Und das ist mein... nämlich meine XP-Farm, da kann man dann sich hier hinstellen und dann mit so zwei Schlägen, zwei Schlägen die ganzen Mobs, die hier dann so mit der Zeit runter geplanscht kommen, töten. Also meistens sind zwei Schläge, aber es war nicht ganz das Optimal, aber sonst sterben die oben dann relativ schnell, das wollen wir halt auch nicht. Ja. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee, habe ich mal aufgeräumt. Oh doch, ein Powerbogen. Ich habe so viele Bögen. Das will gar keiner wissen. Was? Guck mal, den Kartensensor. Haha. Kilo durchgeschnitten mit Papier. Ich wusste schon immer, dass das Zeug scharf ist. Ja, Karte habe ich auch gerade erst erstellt, um mal ein bisschen zu gucken, was hier denn so eigentlich Sache ist in der Umgebung. Schwert. Ja, Schärfe 4. Gibt bessere. Hab mir auch besseres auf. Das war Level 50. Oh. Hab ich denn jetzt was vergessen? Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Nein, woher sollten ihr das wissen? Ach ja. Ich sehe schon, was ich vergessen habe. Ganz knapp vorbei.
nehme ich hier diesen Turm. Oder vielmehr das Tor. Das Tor und die Anfänge der Stadtmauer da hinten. Das Tor hat hier einen wunderschönen provisorischen Eingang. Mit Krankenhaus im Hintergrund. Und auch Eingang zum anderen Turm. Von hier aus kann man dann halt hier sich gegen die ganzen bösen Squids wehren, die da unten ihr Unwesen treiben. Seht da, tot. Tot sind sie. Stirb. Geht doch. Und halt nach hinten sich mit den anderen Leuten hier unterhalten, die da unten noch so stehen. Und hier kann man den Schiffverkehr beobachten, der hier durch den gesicherten Hafen, also auch befestigt hier, ne, dass hier kein irgendwie, dass das nicht alles versandet oder so, oder immer enger wird, dass halt auch befestigt, dass man hier auch gucken kann, na, was macht denn der Herr Müller-Heinz da hinten auf dem Feld, das gehört ihm noch gar nicht, das alles kann man hier machen, man kann, wenn man wirklich lustig ist, kann man auch noch, oder wenn man wirklich Lust darauf hat, kann man auch noch hier hochgehen, um einen noch besseren Überblick zu haben, ja? Es geht tatsächlich noch besser. Es geht zum Beispiel zu versuchen, dieses Skelett da hinten zu treffen. Haha. Treffen wir es nochmal? Jetzt ist es weg. Entweder despawned oder tot. Wenn es tot... Das sind jetzt definitiv mehr als 50 Blöcke, das sind ungefähr 100. Ja, von hier aus hat man eigentlich auch einen ganz guten Überblick über die ganze Stadtanlage an sich, wie sie bis jetzt da ist. Ich werde auch noch weitere Updates hinzufügen oder euch über Neueres informieren, wenn irgendwas Neues dazugekommen ist. Wie gesagt, da hinten wird sich relativ viel tun. In der Gegend, ich mache mal das Fadenkreuz an, in der Gegend da drüben wird relativ viel passieren jetzt noch, weil da ist ja bis jetzt noch gar nichts passiert. Da soll halt auch noch das Ganze weitergehen und hier das Gebiet auch noch. Also es ist noch jede Menge zu tun, aber es ist auch schon jede Menge geschafft. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und Geronimo.